Das ganz ehrlich, wie kann man morgen so viel Scheiße labern? Ne, dann machen wir mit der Flex. Ja, natürlich, du hast eine an der Waffe, lass du was. Auf Weg jetzt, zeigen wir dich! Ja, pass auf! Nee, hör mir auf, da rum zu fuschen! Auf Weg jetzt, hör mit den Vögeln auf! Hast du eine Honigmelone? Ja, die kann man mit den Vögeln. Jetzt reicht's. Das ist eine gesunde Baustelle. Ja, pass auf! Um da besser! Alter, die ist 6 Wochen alt. Ja. Wirklich sieht so ein bisschen aus wie ein Polier, ne? Ja, ich hole doch gerade Sand. Was ist denn los? Ja, Sand ist aber nicht bei Timo in der Hose. Wow. Udo. Udo, hör auf mich an zu schreien, ich bin nicht deine Schwiegermutter. Sicherheit vor Schönheit. Das ist ein Hash hier, Ding. Das Ding denn hier vergessen, Udo? Wir haben ganz das ist für dich ein Geschenk, Alter. Das ist da sitzt er da drauf, Udo, wie ein Prinz von Anhalt, Junge. Ihr Ideen, ich hab da so ein Udo, Ding. Udo, setz dich da mal so seitlich drauf. Nein, das... Der kippt nicht. Ja, das ist ein 30.000 Euro Ding, ist das. Du kannst dich dann... Setz dich doch nicht drauf. Du bist einfach zu un... Also, das will ich, das interessiert dich nicht, was das Geld kostet. Da hatte ich 1000 Euro Ding und hätte hier einen Müllsack drüber gespannt, wa? Ja, das ist, weil das sitzt sonst hat das hier gestern jemand vergessen? Ja. Warten, Moped-Torrad. Hast du die Schlüssel? Komm, das Ding kurz schließen. Habt ihr einen an der Waffel oder was? Hellschie-Moped, ne? Hat er gestern noch gesagt. Ich habe gestern noch mit dem Besitzer gesprochen. Da sagt er zu mir, ich habe das Ding hinten in der Ecke geschoben. Kann das da stehen bleiben? Ich möchte nämlich gluckeln. Wir haben heute ein ganz besonderes Video. Das erkennt man daran, dass ich vor der Kamera stehe. Weil wenn ich vor der Kamera stehe, Timo, dann heißt das, das ist schon ganz wichtig, das Video, ne? Weil dann kommt Fachkompetenz dazu. Wir schweißen heute, ne? Wir schweißen heute, oder nicht wir, Udo schweißt heute heimlich eine Hupe hier an die Haare. Hast du eine Waffe oder was? So eine Kinderhupe. Ja. 5 Euro, wenn du was machst. Nee. 10 Euro. Nee. 10 Euro nee. Und ein Wurstpaket. Hau ab. 10 Euro und ein Wurstpaket und ein Paket. Und die Rechnung kriegt dann zugeschickt, wenn du die Wurst kaufst, wa? Ja, der sagt dann Rechnung, wenn der da so eine kleine Kinderhupe, Trichterhut, bitte Animationen machen. Bibi, bibi, das wäre schon geil. Und so, weißt du, kennst du noch diese, die Kinder an ihren Fahrrädern hatten, diese Fahnen, diese die Schwanz. Und da kommt die schmeißen wir hier dran. Fuchsschwanz. Kommt nein, nicht Fuchsschwanz, bei den Kinderfahrrädern, die hatten auch immer so eine Stange. Ja, mit den Fahnen dran. Genau, die schmeißen wir hier dran. Ja, so tun wir richtig das Teil. Du hast so eine Waffe, da hast du. Frisieren, sagt man auch. Ey, das Ding, das kostet ein paar Euro und du willst nicht verunstanden, oder? Oh. Ja, das ist dein Ding. Du würdest sie auch gleich umspritzen, so wie ich die kenne. Ja. Mein Lecan. Nee. Der wird da vielleicht auch der so. Der Grund des Videos heute, es ist ja, du, also es kommt bei den Zuschauern besser rüber, wenn du in die Kamera sagst, wenn Wilke dabei ist, weißt du, was ich meine, dann denken die wirklich, dass, wenn ich dabei bin, das ist was Besonderes. Du musst ihm so richtig glauben. Ja, glaub, ja. Also glaub, Udo, glaub ohne Lächeln. Ja, ganz ehrlich, das ist wirklich ganz was Besonderes. Da muss er mit anpacken, weil, ja, wir bauen was ganz Besonderes. Und sag Fachkompetenz. Ja. Fachkompetenz, sag Fachkompetenz. Mit Ihnen kann nein, ich. Nein, sag du, ich war nicht dabei. Ja, gut. Also, weil das Fachkompetenz gebraucht wird da. Und da gibt es keinen besseren als Wilke Zier. Das stimmt. Da muss ich mir auch auf. Also, danke, dass du mich lobst. Also, wir bauen heute was Besonderes. Ja. Also, eigentlich nicht. Aber wenn wir was bauen, ist es immer was Besonderes. Ja. Und zwar müssen wir dafür nach hinten. Mach mal so einen Schwenk, dass wir dann nach hinten sind. Oder? Darum geht's. Um dieses Eingangsschild. Auf geht's, Steffelder Jungs. Da machen wir jetzt eine Konstruktion für. Und darum haben wir Wilke vor der Kamera. Weil wenn es um die wichtigen Sachen geht. Ja. Aber jetzt erstmal was Wichtiges. Guck mal, was ist das? Ja, das hast du schon seit 14 Tagen. Das ist ein Pizzafleck. Ich habe Pizza zu Hause gegessen. Die war so scharf, ist mir von der Lippe draufgefallen. Ja. Nächsten Tag bin ich zu Torben gegangen. Ne? Hatte einen Kaffee in der Hand, wirklich. Hab mich so auf den Boden gesetzt, so. Das ist der Kaffee so und dann ist der hier drauf. Seitdem habe ich hier auch noch einen Kaffeefleck drauf. Ja, und wann willst du denn mal waschen? Gar nicht mehr, das ist mein Arbeitspullover. Du läufst hier herum, hier darf keiner herkommen. Wir müssen uns schämen schon langsam. Ja, das stimmt. Aber das liegt ja auch daran, weil ich der Konstruktionsmechaniker ja. bin. Wer bin ich? Der Wilke. Nein, sag der Konstruktionsmechaniker. Nicht mal. Das ist unser Konstruktionsmechaniker und ohne ihn wären wir nichts. Also er heute ist also... Was, du machst, aua! Stimmt, du hast ja mit der Rippe. Entschuldigung, wir machen anders. So. Du musst Mund bewegen, ich rede. Heute ist Konstruktion bauen mit Wilke. Was ist? Du, weißt du eigentlich, merkst du eigentlich noch was? Udo. Wenn ich Rippen hab und dann sitzt mit der Verbindung mit den Rippen. Wie, deine Schulter sitzt in der Verbindung mit den Rippen? Ich bin hier drauf gefallen mit hier.
Du bist da drauf gefallen mit hier. Soll ich das Ding jetzt noch weiter festhalten? Also, wir bauen heute... Das hast du jetzt 6-mal gesagt. Wir bauen heute eine Konstruktion, schweißen Rahmen um dieses Riesenschild hier. Und dann müssen wir das nach oben bringen. Ja, und darum haben damit wir... Damit der Trecker da noch drunter durchpasst. Ja, und darum haben wir... Nach oben, damit er von unten... Ja, und darum haben wir Wilke dazu genommen. Deswegen weil, ja, die Größenordnung, dann das Ding so. Ja, weil einer das auch schweißen muss. Ja. Das Schild muss nach oben, damit der Trecker von unten kommt. Du hast so einen an der Waffel. Ne? Das habe ich gestern gute Laune am Morgen. Ja, das habe ich aber Timo schon erklärt. Er wollte das ja über 3 Meter. Habe ich gesagt, also, wenn die Leute hier kommen, müssen die so gucken. Nee, nur hören wir mal zu. Ja, ja. Drei Meter, wie breit ist das Schild? 3,98 Meter. Hä? Haben Sie mir breit? Also hoch. Das Schild ist 80. Ja, und wenn du das... Wenn du das Ding 3 Meter hoch machst, ja. Du musst das anders erzählen. 80. Hoch machst, sonst müssen wir Emotionen. Hoch machst. Das Schild kommt hoch und nicht da drunter. Der Bein hat so einen an der Waffel. Udo, immer mal hoch. Ja. Wie hoch ist der Trecker? 2 Meter so, normal. 2 Meter so. So, und wenn ich das Ding hinten hochfahre, dann ist der 2,50. Der wird nur ganz kurz hochgefahren. Dass die das Ding kommt höher. Wie kann man am Morgen schon so anti sein? Ja, das, ich verstehe das nicht. So, Franti, Alberto, geh da weg. Das ist das Schild hier. Das ist doch voll kacke. Nee, ja, der muss höher. Ja, haben wir doch gesagt. Das ist das Ende vom Schild. Warte, gib mir, lass mal los. So, in der Höhe muss das. Ja. 4 Meter. 3 Meter, das Ding ist 1 Meter. Oh ja, ja, 3 Meter. Ja, aber Ende vom und Schild. Und dann? Ende vom Schild. Ja, und das ist Unterkante. Dann können wir jetzt eine Konstruktion schweißen? Ja. So, dann bist du da mit Unterkante, ja, was du gemessen aber hast. Aber es ist ja ein bisschen problematisch, weil wir müssen ja hoch und nicht runter, dass wir das Schild natürlich eine Konstruktion drum schweißen. Wollen wir eine Bauzeichnung machen? Machen wir gleich. Wir machen anständige Bauzeichnungen. Wir trinken Leute, Udo! Wir müssen vernünftig hier arbeiten. Wir machen das gleich wie bei der Meierwerft. Kaffee trinken und eine Bauzeichnung malen. Und dann haben wir eine Bauzeichnung wie so einen richtigen Architekten. Guck mal, da sind auch noch Kaffeeflecken. Wie so einen richtigen Architekten sind wir dann. Weißt du, dann haben wir so einen oben Kaffee und dann philosophieren wir da richtig drüber. Und dann sagst du, oh, da müssen wir Steigenaht machen. Und Steigenaht, keine Senkenaht. Heißt das so? Ganz ehrlich, wie kann man morgen so viel Scheiße labern? Da gibt's gar nicht. Der hat so viel Scheiße in den Kopf, dass er mehr wie Scheiße ist. Also, wir bauen dann eine Konstruktion drum und fertig ist es. Aber der läuft ja komplett durch. Udo, wir bügeln deine Scheiße hier aus. Und jetzt kommt nämlich jetzt kommt nämlich was Hellschieres. Wir haben den nämlich von beiden Seiten bedruckt. Hier. Schier. Das wird Schier. Udo, wir haben noch eine Spitze. Ich habe noch eine Idee. Udo! Wo willst du hin? Udo, komm her! Ich habe eine Spezialkonstruktion entwickelt. Wollen wir in den Stahl noch eine Nut reinfräsen? Ja, und dann? Dann können wir die Platte da so reinlassen. Wie ja, so. Hast du eine Fräsemaschine? Nee, dann machen wir mit der Flex. Ja, natürlich. Du hast eine an der Waffe. Was willst du da für ein Jahresprojekt machen? Du kriegst heute ja gar nicht fertig. Da kannst 10 Teile von machen, was du vorhast. Dann sind 10 Teile, aber 10 interessante. Ja. Udo, das muss so ein Udo und Wilke Video. Und Timo. Ne, Timo, das muss sein, als würdest du abends N24 anmachen und eine Weltall-Doku gucken. So weißt du, dass du so ein Raumschiff baust. Ja, du kannst auch gleich sagen, da ist so, tust du den Fernseher an, da hast du einen Ameisenporno drauf. Genau dasselbe. Oh Gott, nee. Oh, gestern wieder einen Schlüpfer angehabt, der schmutzig war, oder was? Nee. Ganz morgen hier, wenn ich sowas höre, ne? Kann man morgen so eine Laune haben. Ich glaube, jetzt muss ich erstmal einen Kaffee in den Hals haben. Komm, wir beflößen ihn das Ding im ein. Hals auf, reinschütten, dich klappen. Konstruktionszeichnung. Ja. Immer ein Datum drauf. Was haben wir heute? Ob wir jetzt zeichnen? Udo! Was haben wir heute für einen Tag? Wir zeichnen. Heute ist der? Der 8. 08.10.2022. So, und jetzt schreibt man auch noch drauf. Konstruktionszeichnung von Wilke Zierl. Entwickelt am 20. Ich hätte erst den Strich machen müssen, ne? Oh. Ey, Leute, wenn wir so beim Meier arbeiten würden, dann würden wir nach 100 Jahren ein Schiff abgeben. So, wir müssen jetzt ausrechnen, ne? Ich mache jetzt erstmal die Konstruktion. Ich habe mir so ein bisschen spannender vorgestellt alles. Das ist nicht spannend. Überhaupt nicht. Oh, Leute, redet nicht so ein Dünnschiff, macht die Striche da drauf und dann zeichnet die. Der Zuschauer muss verstehen, was wir bauen, Udo. Ja. Der Zuschauer versteht dann, wenn ich das fertig geschweißt habe, dann verstehen sie das. Wenn ich das fertig geschweißt habe? Nee. Was malst du da jetzt überhaupt? Achso, das ist jetzt das Schild. Guck mal, wie schön Timo Linien ziehen kann. Ja. Satan, Alter. Du musst hier erst noch einen Strich drüber machen. Ja, ich wollte ihm hier, das ist ja hier Rasen.
So, damit der Zuschauer sich das bildlich vorstellen kann. Jetzt ist ja, du musst. Rasen ist immer hochgewachsen. Warte, nun hol den Back mal der. So, hier. Das hier ist die Bande. So, das sind die Banden hier. Ja. So, hier ist ja der Pfeiler. Genau. So. Jetzt müssen wir ja mit Stahl. Oder ist das, was ist das? Ja, ne? Ja, pass auf. Nee, ich will euch was zeigen. Ich wollte euch was zeigen. Nein, wolltest du nicht. Die Stangen haben wir, ne? Oder müssen wir die noch suchen? Nein, die haben wir. So, oder nur lassen? Ja, das muss man sehen. Was soll die Scheiße, was du da machst? Du musst sehen, dass das Stangen sind. So. Und wir Warum hast du das eigentlich so gerade gemacht? So, pass auf. Und wir wollen ja, das ist ja das Schild, wir müssen ja einen Rahmenkonstruktion machen. Das ist der Rahmen. Das Schild ist da noch gar nicht drin. Ja. Dann kommt hier das Schild rein. Genau. Ist das leicht verständlich für den Zuschauer? Ja, das ist leicht verständlich für den Zuschauer. Ich meine mich jetzt, ich habe einen dickeren Bauch. Gott, oh Gott. Nun lass uns doch anfangen. So. Damit man gleich versteht, wer das ist, Wilke. Womit fangen wir an? Also wir bauen erst den euren Rahmen hier. Ja, den Rahmenbau. Den komplett. Weißt du, wo wir mit... Wir brutzeln den ganzen Rahmen. Nur hör mal zu. Wo wir mit anfangen ist, wir schneiden die Stangen erstmal... Auf Länge. Auf Länge. Wir haben, Stahl ist... 6 Meter sind die lang. Ja, und wir brauchen hier 3,80 Meter. Da wir 3 Meter... Ja, aber da wolltest du... Ich habe jetzt ja diese 40 mal 30, oder was ist das? Ja, 40 auf 30 Vierkantstangen-Mopeds habe ich ja bestellt. Ja. Die nehmen wir ja nicht für diese Konstruktion hier. Nein, die sind aber die langen. Wir haben zwei verschiedene Sorten, haben wir. Ja. Und das Stabile nehmen wir hier. Oh, ich habe bei mir eine Frisur vergessen. Nee. Und du hast auch, wollte gerade Augen und Nase. Aber ich habe einen dicken Bauch gemalt. Hier der Naffel und hier meine Brustwarzen. Ja. Und in der Hand habe ich hier, weil ja jeder weiß, dass ich immer viel arbeite, habe ich eine Hake. Also heißt das, gib mal. Guck mal, im Hintergrund fliegt ein Vogel. Guck mal, wie leicht man Vögel malen kann. Ja. Und mir hat jetzt keine Zeit für den Vögel. 3,80 Meter. Muss die Höhe sein. So, 3 Meter. Beide Seiten, 3,80 Meter. Und das ist 3 Meter. Hey, Leute, Fummeln. Guck mal, ich male hier hinten auch noch Vögel. Weil ist ja jetzt. Wir jetzt hören mit den Vögeln auf. Die wollen jetzt hier. Wir jetzt einen Klöten vergeben. Das ist zu groß. Jetzt weiter. 3,80 Meter. Hier müssen wir haben. 3,98 Meter. 3,98 Meter. Hab ich da hingeschrieben. Ja, dann musst du aber hier oben drauf schreiben, dass der Zuschauer das auch sieht. So. Mein Vorschlag. Erstmal ist jetzt 3,80 Meter Stangen müssen wir jetzt erstmal schneiden. Zwei Stück. Flexen müssen wir anders. Flexen müssen wir die. Nehmen wir die Grundeisen oder nehmen wir die... Wir nehmen das, was wir gekriegt haben, was Wilke besorgt hat. Die nehmen wir wollen eine vernünftige Konstruktion machen sonst, ne? Und nichts anderes. Ja. Bei mir hat langsam die Schnauze voll mit den ganzen Scheißen. Warte, wir müssen auch, weißt du, in den Videos ist immer wichtig, dass wir ein bisschen mit Schönheit arbeiten. Ja, da muss so ein bisschen... Wilke, du bist ein Ekelpaket. Ja, da muss ein bisschen... Warte, ja, da muss richtig eine Baustelle. Da muss Baustelle aussehen. So, Baustelle, so eine Eulen hier, so ein... So, und jetzt muss Trichterhut... Haben sich hier verwischen. Jetzt sieht das an der Baustelle aus. Jetzt muss Trichterhund davon so eine Aufnahme machen. So richtig dynamische Musik drunter und so. Ich lege ihn wieder schön hin. Haben wir noch eine Blume? Mehr bescheuertes Volk habe ich nicht gesehen. Also wirklich, das fehlt alles dran. Das Ding hätte ich schon längst fertig gehabt. Nee, aber hier wird so ein Kack gemacht. Hey, ich will noch eine Honigmelone. Hast du eine Honigmelone? Ja, die kann man noch mit den jetzt reicht's. Das ist eine gesunde Baustelle. Ja, pass auf. So, den Trichterhund soll jetzt hier. So. So. Udo, warte doch eben! Um da besser. Ja, Udo! Meine Fresse, wer ist das Ding? Das hat er da, das Ganze hat noch so. Alter, die ist 6 Wochen alt. Ja. Oh, ja, Udo, pass auf! Udo, das Ganze hat jetzt noch so einen tropischen. Udo! Ja. Das Ganze hat jetzt noch so einen tropischen Flair, als wäre die Baustelle auf Hawaii oder so. Was? Das 6 Wochen, Alter, was willst du da wissen? Wenn Trichterhund das richtig in Szene setzt und das vernünftig schneidet, dann sieht das aus, als wäre das eine Baustelle auf Hawaii. Da braucht er das nur ausschneiden und kann dann den Strand rein retuschieren. Kannst du, ne? Schneid dann den Strand rein, das soll aussehen, als wäre wir auf Hawaii und die Baustelle. Ja, ja, du hast Hawaii am Kopf, hast du. Können wir jetzt direkt zum Tatort gehen und da das Ding bauen? Wieso denn Tatort? Bist du blöd oder was? Nee, das ist Baustelle. Doch, ja, dann Baustelle. So, lass Trichterhund das im Film. Trichter mal so richtig, so eine richtig schlechte... Macht er so eine richtig schlechte Tropensache auf. Wirklich sieht so ein bisschen aus wie ein Polier, ne?
einen Bauarbeiterpolier. Du, dir fehlt noch ein Helm. Wir brauchen Klebeband, weil ich muss die Bauzeichnung erstmal gleich festmachen. Ja, machen. Jungs, denkt immer dran, arbeiten. Ich habe mir meinen 10er-Pack Schlüpfer gekauft, ne? Ja. Da war ich 10 Tage glücklich. Du benutzt die nur einmal, oder was? Sicher. Aber guck mal, wenn ich jetzt meine Bauzeichnung auf mein Pullover lege mit den Kaffeeflecken, ne? Da siehst du nicht, wo ist Bauzeichnung und wo ist Pullover. Man muss ja Unruhe in die Videos bringen, ne? Ich habe letztens gesehen in den Kommentaren, wenn du alleine filmst, Sven, ne? Und die beiden sind da, dann schreiben die Leute, meine Videos sind langweilig. Ich weiß nicht wieso, weil die beiden nicht mit der Kamera interagieren. Und wenn ich dabei bin vor der Kamera, ich laber halt nur Scheiße, das wisst ihr da draußen auch. Und so treibe ich Unruhe in diesen bestehenden Kern der Arbeit. Udo! Ja. Wo ist Klebeband? Sag mal, kannst du den Praktikanten mal beiseite schieben? Was rennt der hier rum? Der soll Löcher stopfen. Ja, ich hole doch gerade Sand. Was ist denn los? Ja, Sand ist aber nicht bei Timo in der Hose. Weil wenn ich jetzt hier nicht mit anpacke, dann wird das nichts. Wo ist Klebeband? Bauzeichnung. Wo ist du Timo, Frau? Der hat das... Wo bauen wir denn? Da vorne. Ich krieg gleich hier eine Krise. So langsam reizt mich. Weißt du, wir sind seit 2 Stunden jetzt hier. Wir haben jetzt intensiv, haben wir vielleicht 1 Stunde scheiß Bauzeichnung gemacht. Dann hätte ich das Ding schon längst aufgebaut. Was willst du? Ja, ich klebe dir gleich an. Schlimmste ist ja, wir haben hier gleich 2 Jugendspiele. Plus die Damen spielen noch. Noch nichts vorbereitet. Ich habe Leute angerufen, ob die uns unterstützen können. Weil wir das scheiß Ding hier jetzt bauen müssen. So, eine Scheibe dran. Das ist essentiell, so eine Bauzeichnung, Udo. Ja, du kannst mich mal mit deinem Fahrrad. Das ist schon wieder gut auf Zündung, ne? Auf Baustellen hängen die auch schief, ja, ne? Und da sind viel mehr Löcher drin noch. Das sind noch viel mehr Löcher. So, warte. So, so, ja. So hängt das am meisten. Dann muss ich mal zusammendrücken. 24 mal nass geworden. So. Yeah. Ist das auf Baustellen so? Ja, wirklich, ohne Scheiß. Na, eigentlich gibt es ja immer solche Hüllen für. Ja. Und dann kannst du es nicht vernünftig raussehen und wenn du umblättern musst und so weiter. Und dann, wenn da Regen drauf kommt, dann ist das alles so. Warte. Das ist noch viel schlimmer. So hängt das da mal. Und dann wieder so zusammen und dann muss kommen die Zahl. Dann lass das auch im Kleben. Udo! Was? Ja, wir hier! Gerade Bauplanung das ist, machen. Das ist Arbeit! Ich fällt ihm gerade mit der Schulter, wir müssen Kaffee im Abstellen. So. Ja, ich sehe schon wieder kommen. Udo! Ja, gleich liegt er unten und wer kann's wegmachen? Ach, du Freitruf! Den muss jetzt aber zurückkleben. So, Bauzeichnung ist fertig. So, was müssen wir als erstes machen? Ich muss zum Friseur, das sieht man, ich muss wirklich zum Friseur, ne? So, Bauzeichnung ist fertig, dann lass es eben so. Die wir stellen jetzt. Udo, wo sind Arbeitshandschuhe? Ja, die brauchen wir im Arbeitshandschuhe. Das sind meine Handschuhe. Udo, wo sind meine Arbeitshandschuhe? Was willst du mit Arbeitshandschuhen? Man möge mir die Arbeitshandschuhe bringen, Udo. Ja, man möge mir welche vor die Schnauze. Hier, nehmen die großen. Wir können mir auch welche schweißen. Wir zeigen euch jetzt erstmal das Material. Heißt das 4 auf 30? 40 auf 30. 4 auf 30. Wir haben gekauft 40 auf 30 Vierkant. Eisendinger lang. So, und daraus bauen wir die Konstruktion. Achtung, Kopf einziehen. Weiter geht's, Männers. Aua! Oh, du. Aber die sind schmutzig, guck eben. Wenn ihr jetzt kommt ein Tipp von mir. Udo, Trichterhut, bitte so schneiden, Wilkes Handwerker-Tipps. Liebe Handwerker da draußen, wenn ihr mal vorhabt, euch krank zu melden und die Frau zu Hause soll das nicht merken oder die Mutter, wenn man noch Azubi ist, einfach mal so eine Stange nehmen, Sachen dran reiben, dann seht ihr nämlich auch, da sind Flecken drauf. So habe ich das beim Fußballtraining immer gemacht. Wenn ich Fußballtraining geschwänzt habe, habe ich zu Hause, da bin ich nach Hause gekommen, die Knie dreckig. Bin ich einfach ein bisschen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Da hat meine Mutter gedacht, ich habe trainiert. So. Noch den 12er Lötkolben. 31er Aufsatz und ein 4er Rund. Ja, und 67er Rundschlüssel, oder was? Ein 12er Rund brauchen wir auch noch. Ja, genau. Lötkolben, ja, ja. 40er Aufsatz, ja, ja. Ein 12er Rund, ja. Und ein 13er Hövelfröbel. Ja, Hövel. Haben wir das da? Nee, ich musste bei Eisenkarte anfragen. Timo, ja? Wo haben wir den 40er Rund denn? Ja, müssen wir gucken. Und das ist ein Bauarbeiter, weil er weiß ganz genau, wovon redet Wilke jetzt gerade. Aber einfach sagen, müssen wir eben gucken. Und Siemens Lufthaken auf. Wir wollten ja eigentlich die Garage aufräumen, ne, Timo, das haben wir noch nicht gemacht, das machen wir, wenn ich wieder da bin. Ja.
Da muss ein bisschen kalt sein, weil wir danach auch grillen wollen. Brauchen wir eine Bohrmaschine? Was hast du damit, Nös? Wieso? Du bist pickschwadingisiert. Wieso? Was? Du machst die Fresse komplett. Das ist Bauarbeiter. Hab ich wirklich Gesicht schwarz? Ja. Bin ich schwarz im Gesicht? Nee. Siehst du, Udo lügt mich nie an. Doch, du bist schwarz an der Nase. Aber nicht im Gesicht. Ah, da sieht man aber, ich gearbeitet habe. Udo, wo ist die Bohrmaschine? Welche Bohrmaschine? Wir brauchen einen Bohrer. Wo ist die blöde Bohrmaschine denn? Ja, weiß ich das. Bin ich Bohrmaschinenhammer? Pause! So, was ist mit dem Bohrer? Ich weiß das. Udo, du musst nicht immer so gestresst sein. Bin ich aber. Ja. Weil hier nichts weitergeht. Udo. Nee, ihr seid eine Stunde am Quatschen. Dann hätten wir das Ding zusammenbauen können. Ganz ehrlich jetzt. Wir hätten das Ding schon längst teilweise zusammengebaut haben. Aber hier wird nur diskutiert. Und dann hast du dann einen Konstruktionsmechaniker, der hat überhaupt keine Ahnung. Zeichnungen machen, was Blödsinn sowas. Wir müssen jetzt erstmal schier die Dinge abschneiden auf 3,98 Meter für die Eckpfosten. Und dann müssen wir noch die Seiten auf 3 Meter, was war das, 3,80 Meter, ne? Die Bauzeichnung hängt da drauf, da müssen wir gucken. Oh ja. Machen Bauarbeiter, sagen die auch mit den Geräten so, oder sagen die so? Ja, und nicht mit dreckigen Fingern so. Oh, guck mal, ist die Scheibe noch gut? Die ist hell, top ist die. Hell schier. 3,98 Meter, zwei Stück. Und 3,80 Meter die Seiten. Aber die Seiten sind ja nicht die, da müssen wir ja welche versuchen. Das sind doch vier Stück. Ja, aber da wollten wir doch nicht die Seiten. Die Seiten sind ja, achso, aber die, du meinst ja... 3,80 Meter. Aber die bauen wir ja nicht da raus. Wieso nicht? Weil die doch viel zu dünn sind. Nein. Udo, da muss Udo... Du bist nur mit Beton verheiratet, Udo mit Metall. Er möchte die Seitenstreben 3,80 Meter da rausbauen. Ja, können wir doch. Achso, das geht. Ja, wusste ich ja. Ich wollte nur testen, ob ihr beide aufgepasst habt. So, festhalten. Weißt du, wo du den anhalten musst? An die Klöten muss ich mir den binden. Meinst du, ich bin blöd oder was? Nein! Da ist null. Ja, und dann sag mir das doch. Herbig! So, mach einen Strich, Timo. Ja. Kann ich schon mit der Flex kommen? Nee, noch nicht. So, nächsten. Herbig! Hey! Zieh mir die Soße hier noch nicht weg, Udo. Herbig! Hast du genau angehalten? Ja, fast. Das muss genau sein. Ja, ich bin hier noch ein bisschen am Probieren, wie das geht. Hab ich. Hast du? Ja. Kann ich flexen? Nee. Am Mast kannst du am besten anhalten, du Durstel. Natürlich hier. Udo, hör auf mich anzuschreien, ich bin nicht deine Schwiegermutter. Nee, ich bin nicht dein Schwiegervater. Der nächste. Udo. Ja. Stramm ziehen. Guck mal, wie die Arbeit flutscht, wenn ich hier mitarbeite. Ja, du flutschst gleich anders. Da haben wir heute Morgen auch schon einen Flutschfinger gehabt, wa? Ja. So, nächsten. Arm ziehen. Hey, der muss vernünftig drauf liegen, so. Ja. So. So, wer ist jetzt... Welcher ist es welcher? Die beiden sind 3,80 Meter. Und das sind die Querdinger-Mopeds? Das sind die Querdinger-Mopeds. Ja, wollen wir mir einen vernünftigen Arbeitsplatz bauen, damit ich das auch flexen kann? Nee, das kannst du hier auf dem Boden flexen. Dann nicht auf den Bassbad stellen. Nee. Oh, warten Stress auf der Baustelle. So, hier abschneiden. Ich komm. Wer hupt hier? Wer hupt denn hier die ganze Zeit? Ich baue ihn gleich die Hupe aus, dann hupt ja hier keiner mehr. Was ist da denn mit? Udo. Ich brauche eine Schutzbrille, sonst krieg ich wieder in den Kommentaren zu hören. Ja. Rückezieren. Ja. Ja, aber Udo, bei mir wird Arbeitsschutz vorgeschrieben. Ich bin nicht so wie du mit zwei Glasaugen. Ja. Timo, was? Das ist stressig mit Udo. Das ist wirklich stressig. Der ist ja, und du sagst immer zu mir, das ist überhaupt nicht stressig. Udo ist immer schlecht drauf. Mein Handy klingelt schon wieder. Ach, mein Vater ist das. Ey, das ist mein Papa. Udo, das ist Mad Max. Ich muss ja was unterschreiben. Das ist Udo hier, guck. Das ist Papa, ich muss da was unterschreiben. Ja, dann ich nehme die Flex aber mit, weil ich das flexen will. Auf Wiki, ich habe keine Schutzbrille. Wir haben hunderte Schutzbrillen gehabt. Ja, die sind aber weg. Du bist nur rumstressen. Nee. Ihr seid doch, habt überhaupt kein System. Wieso wir nicht? Ich geh doch aber herein, wenn ich mitsuchen soll. Ja. Bisschen System auf dem Bauplatz. Nee, geht bei euch nicht. Das geht nur, hier muss ich flexen. Da muss ich anschreiben. Wir haben tausende Schutzbrillen. Ja. Das ist eine Skaterbrille. Ja, aber da flucht nichts drin, weil die Seite zu ist. So, das ist wirklich Taucherbrille, die kriegt er jetzt gleich auf, da kann er mitflexen. Das ist nämlich das Problem. Wir sind jetzt hier am Videodrehen. Heute Nachmittag spielt die Dame um 16 Uhr. Gestern Abend war die erste Herren auf dem Hauptplatz. Jetzt müssen die Löcher nachgeguckt werden, ob da viele Löcher drin sind. Die werden jetzt von den Leuten gestopft. Die sind ehrenamtlich jetzt von den ersten Herren hierher gekommen, haben gesagt, komm, wir unterstützen euch eben schnell und die machen das jetzt. Und das ist nämlich top. So gehört sich das im Verein. Das ist ein Dorf, ein Verein. Ja. Haben da nichts dran. Weil wenn ich das gewesen wäre, ich hätte irgendwie Öl hier dran geschmiert, dass Udo die Brillen am Druck im Gesicht gehabt hätte. Ich hatte mit hier Sekundenkleber hätte ich dran. Und das ist der Unterschied nämlich zwischen dir und mir. Ja.
Ich bin vernünftig. Ja, du hast die und du hast nur Untaten im Kopf. Udo, ja. Wenn ich hier nicht helfen würde, würde hier gar nichts mehr laufen. So, warte, ich muss immer auf die Bauzeichnung gucken, noch mal, bevor ich flexe. Er hat das Strick drauf gemacht. Ja, aber ich muss eben gucken, dass auch alles stimmt. So, wo muss ich flexen, Leute? Hier. Da. Denkt immer dran, ja. Sicherheit vor Schönheit. Aber selbst wenn ich die Brille ab hätte, wäre bei mir nicht Schönheit. Aber jetzt ist Sicherheit. Wo muss ich? Siehst du die Stricke? Ja. Wie hält man das Ding denn eigentlich? Hä? War ein Witz. Fast gerade, Alter. Oh, das wird schief. Du bewegst das Ding nur nicht, als wenn du gerade Brot schmierst da. Du musst hier stehen, du hast mit deiner Klöten gleich im Brand. Ja, das ist eine Arbeitshose, da muss ein Klöten im Brand sein. Nein, du musst drehen. Ich hab doch schon, ich seh doch hier. Doch, oh. Da will man, gib mal einen Bleistift, ich muss jetzt einen Verbindungsstrich machen. Ich hab ja selber, ich bin ja Bauarbeiter. Muss gerade sein, ne? Das muss das, ja, das können wir gerade schweißen gleich. Hey, hast du den ersten noch nicht fertig? Der Stahl ist schief, Alter. Nee, der Stahl ist schief, du schneidest mich schief. Nein, das kann ich auch regeln. Wilke, bitte lass uns das vernünftig machen. Ich hab das vernünftig, ich bin die ganze Zeit abgelenkt. Nee. Ja, du bist abgelenkt. Nicht. Ich flex das gleich wieder gerade. Wie willst du das gerade flexen? Dann von oben. So, ich mach den nächsten jetzt. Wieso? Weil das schneller geht. Timo, Schutzbrille. Timo, Was? Sicherheit vor Schönheit. Timo. Was? Guck in die Kamera und sag Sicherheit vor Schönheit. Sicherheit vor Schönheit, oder? Das ist viel. Endlich, jetzt flutscht. Ja. Ja, alles. Weil du nicht mit deinen Händen dazwischen bist. So, die Stangen weg da. So, Udo, jetzt bist du gefragt. Du musst das jetzt gerade flexen. Nee, hier mit dir. Ja, warte doch, Timo, ich muss doch jetzt sehen, welche Länge das ist. Das ist 3,98 Meter, das sind die Querdinger. Da weiterhin. Geh da weiterhin mit dem Scheiß. Ey, ganz ruhig, Timo. Hey, ihr müsst das noch fertig haben. Doch. Ja, genau. So, ich hefte an, ne? So, davor. Ja. Nur warte. Du hast 3,98 genau auf Maske. Dann muss der hier oben angesetzt werden, ne? Ja, guck mal, da kann ich auch heften, Udo. Das schaffe ich sogar. Ja. So, winkel ihm her. Komm, Udo, wir müssen winkeln. Boah, ist ja schwer, Udo. Da muss man ja richtige Bauarbeiterkraft haben. Oh. Wieso hält denn der nicht? So, wo ist das Schweißmoped? Ja, nur hör mal zu. Ja. Wenn du heftest. Ja, ich mach nur zwei. Nur einen Punkt, ganz kurzen. Den mach ich in der Mitte oder außen? Hier in der Mitte einfach setzen. Aber, guck mal, der sitzt wirklich nicht gerade, ne? Nein, aber der ist aber jetzt gerade im Winkel. Siehst du das? Ja. So, und jetzt kommt nur Punkten und dann können wir den immer noch ein bisschen biegen. Ja. Udo, hier muss noch eine Elektrode rein. Ja, ich hab die. Wie soll ich damit den schweißen sonst? Ja. Das wird jetzt scheiße, Timo. Hä? Jetzt wirst du sehen, wie ich in einer Sekunde durch den Stahl durchbrutze. Für euch da draußen würde mich ja echt mal interessieren, wie ihr so eine Baustelle hier wahrnehmt. Schreibt das mal gerne in die Kommentare, wie das alles hier auf euch wirkt. So, ob das chaotisch, hektisch oder durchdacht. Oder es gibt ja auch durchdachtes Chaos. Das ist meistens so hier. Darf ich den Zuschauer spielen mal einmal? Mach für mich. Rein, ja, mach für mich. Jetzt mal, wenn ich als Zuschauer hier jetzt wäre und hätte mir das jetzt das Chaos beguckt, das ist für mich nur reinste Chaos, da ist nichts durchdacht. So eine Bauzeichnung voll mit Kaffee und Milch und sowas, das ist keine Bauzeichnung, das ist was für einen Abfallkorb. Die beiden Chaoten, Timo geht ja noch. Wilke ist der Konstrukteur, der kann ja polier, geistlich. Polier. Ja, polier ist er auch nicht, er kann höchstens polieren, zu Hause Fenster polieren, mehr kann er auch nicht. Was, bin ich geistlich oder geistlich? Du bist der Geisteskopf, also das heißt, du bist derjenige, der das gerne umsetzt, du hast Vorstellungen, Visionen. Virtuose bin ich. Ja, Virtuose, du bist Geigenvirtuose, sehst du, dass du jetzt einen Punkt drauf machst. Du schmeißt an den Hobel, Udo, wie soll ich das hier festhalten? Ist er schon an? Ja. Ich muss einfach nur punkten. Guck mal, so geht ihr mit Lehrlingen um. Immer nur anschreien. Ja, du musst mir gut zuspielen. Ja, guck mal, wie geil der Gap ist. Nee. Nein, nicht. Oh, guck dir mal das Loch an. Ja. Nicht dein Kaubel, ist deine Kaubel. Wenn ich nicht bald zum Schlüssel kriege, nee, dann flipp ich hier aus. Warum machst du da so eine dicke Naht drauf? Das muss auch halten. Wir flexen die Hälfte doch wieder runter. Ja, deswegen ja. Ja. Wir hatten die Wilfried-Statue da hinten gebaut. Welche Statue? Ach, das ist ja Wilfried. Pass auf die Schweißmaschine auf! Ja, was steht die denn im Weg? Dann wird doch ein bisschen in den Grund. Ist doch gar nicht. Tim muss doch da weiterhin. Hör auf! Meine Fresse! Sonntagmorgen hier ein Auto machen. Ich weiß gar nicht, was ein Auto ist. Jedes Mal dieselbe Kacke hier, Sonntagmorgen. Dann kommt ihr auf solche Trichter. Wir müssen Aufnahmen machen, Outro-Aufnahmen. Ich hätte wohl ein Auto, aber doch kein Outro-Aufnahmen. Mein Gott, nee. Sonntagmorgen.
wo ich normalerweise mit Wildchen zum Frühstücken schön am Tisch sitze. Jetzt soll ich auch noch einen Trecker rausholen, oder was? Sonntagmorgens hier einen Trecker rausfahren, damit mir der Nachbar noch mehr auf den Schlips geht. Ja, also echt. Weißt du, der hat mir noch mal mehr lieb als sonst was. Das ist es. So was Blödes hab ich nicht gesehen. Ja, jetzt fahr ich hier durchs Auto. Ich fahr durchs Auto. Hier, Auto. Na, liebe Zuschauer, danke, dass ihr unser bescheuertes Video immer anguckt. Teilen und liken. Und Daumen nach oben lassen für sowas Bescheuertes. So, jetzt muss ich umdrehen. Ah, ihr Gott, nochmal, das ist die ganze Scheiße hier. Jetzt geht der jetzt in die Garage. Schaut einfach mal in unseren Shop vorbei. Da unterstützt ihr unser Verein mit. Also, ist ganz lieb von euch. Und wie gesagt, das Video immer schön teilen und liken. So, und jetzt fahre ich in die Garage. Jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Ich will jetzt nach Hause mit meinem Mädchen frühstücken. Nein. So was Bescheuertes, so ein Heckmeck hier am Sonntagmorgen machen. Kriegst du noch eine Krise hier?